Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da steht er, unser Alex mit seinem neuen Kollegen und ist auch befördert worden im letzten Part, wie man sieht. Oder ja, wie ihr vielleicht noch wisst. Er hat den Kollegen, den, wie heißt er nochmal, Alois Kuschel mitgebracht, mit dem Quatsch da gerade. Da läuft ein Herr Anton Biermann rum, warum auch immer. Der hat aber, glaube ich, nichts mit uns zu tun. Volker war fleißig, hat eine Dings getöpfert, hatte ein schönes Techtelmechtel mit seiner Frau im Whirlpool und ja, hat sich's einfach gut gehen lassen und möchte jetzt was? Ach so, eigentlich sich mit Froni anfreunden, die angerufen hatte. Da war er aber noch am Töpfern und soll jetzt erstmal sein Outfit klarkriegen, genau. Anna ist hier noch ein bisschen am Rumspinnen und hat Hunger, genau. Und unsere zwei Roboters haben die Chance genutzt und haben ganz viel Gartenarbeit gemacht, indem sie Serva sich hier um den Garten gekümmert hat und Servo hinten um den Garten. Da wollte ich noch mal gucken, genau. Da gab es, glaube ich, auch noch Zeug zum Ernten, genau. Er ist ja noch nicht mal fertig. Ach Gott, der Arme. Was müssen wir noch machen? Gießen müssen wir nicht, weil die Sprinkleranlage habe ich gesehen, die funktioniert wieder. Aber zu ernten gibt's hier wieder was. Warte mal, ist das Zeug gut? Er müsste eigentlich auch noch mal mit den Pflanzen quatschen. Das ist blöd. Dann quatsch noch mal mit der Pflanze, quatsch noch mal mit der Pflanze. Haben wir noch irgendwo was zum Ernten? Nee, da nicht, da nicht, da nee. Doch, da auch. Aber der geht's, naja, eigentlich noch ganz gut. Ja, kannst du auch mal quatschen. Oh, es ist so viel zum Ernten da. Ist ja fürchterlich. Der hat ja echt ganz viel Zeugs hier. Gut. Okay. Dann ist Servo noch eine Weile beschäftigt mit seinem Gärtchen. Und wir gucken mal weiter. Genau. Wir haben mit Servo Lebensmittel bestellt, weil nichts mehr zum Kochen da war. Du wolltest doch was kochen, oder? Ach, egal. Was willst du denn sonst noch so? Ja, alles Mögliche. Ja. Regen angucken. Boah. Was kann ich denn mit dir sonst noch machen? Könntest mit Melissa unten. Ja, komm, geh mit Melissa ein bisschen Bowling spielen. Hier, mach mit. Das ist auch eine schöne Sache. So. Genau. Mann. So, und Volker hatte ich irgendwo hingeschickt. Genau. Was haben wir denn jetzt noch hier drin? Ach, guck mal, da ist noch so eine Schüssel, die kannst du essen. Und Volker wollte ich doch umstylen. Genau. Hier. Guck mal bitte nach deinen Klamotten. Oh, hi Anna, magst du mich nicht mehr? Ja, ist so eine Sache für sich, ne? Es wird kühl. Wie wär's denn mit dem da, oder? Warte mal. Was haben wir denn für dich sonst zum Anziehen? Hier, sowas. Das mit Jacke im Herbst ist gut, denke ich mal. Jo, komm, zieh das ruhig wieder an. Das kannst du machen. Wenn es dann kalt wird und regnet, ne? Und dann kannst du mal mit Froni telefonieren, weil den Grafen da anzurufen ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Der schläft um die Uhrzeit noch. Ach, ja, dann mach das mal. So, und Anna müsste essen. Genau. Anna ist am Essen. Ach ja. Sie hat auch wieder ein Meisterwerk gemalt und verkauft und all sowas. Also, es geht hier andauernd weiter, Schlag auf Schlag mit irgendwelchen Sachen. So, du wolltest dich mit der Froni anrufen. Die ist natürlich jetzt nicht zu Hause. Das ist ja klar, ne? Also ehrlich, dann, ja, was machst du dann? Guckst du Fernsehen? Komm, dann guck Fernsehen. Guck ein bisschen Sport oder so. Das ist eine gute Sache. Nee, ja, kochen kannst du auch gucken, aber ich glaube, du hast gerade Lust auf mehr Sport, ne? Bisschen Fußball gucken, genau. So ist recht. Oh, es gewittert. Wie wäre es denn, wenn ihr zweimal nach drinnen geht, hä? Ich glaube, im Regen da rumspielen ist nicht so tolle. Also, ne? Ich würde sagen, ihr könntet mal zusammen. Ja, genau. Ihr könntet doch mal zusammen. Pass mal auf. Wie wäre es denn hier? Billard spielen. Spiel doch mal Billard mit dem Typen da. Das ist eine super Sache. Dann seid ihr aus dem Regen raus, ne? So, komm. Mach mit. Kann man dir sagen, mitmachen da irgendwie? Piratenlied singen? Nee, überreden zu. Ach, Moment, ich weiß, woran es liegt. Nee, wir haben offen. Hallo, du bist im falschen Zimmer. Im falschen. Wo ist er denn? Ach. Hey, komm doch zu mir. Mach doch mit mir mit.
Können wir noch nicht? Ach ja, Moment. Ist denn jetzt Alex? Ja, fast. Er ist fast da, wo er hin will. T-t-t-t-t-t-t. So, komm. Wo ist denn jetzt das Ding? Oh, ist das? Wer ist denn da unterwegs? Komm, wir wetten mal um 25 Simoleons. Ja? Wer ist denn da unten am rumtigern? Ah, oh, ich kriege hier nichts mit. Wer ist denn das? Nikolaus Massen, okay. Volker, das Telefon neben dir bimmelt. Ich meine ja nur, könntest ja mal dran gehen, oder? Könnte doch die Froni sein. Vielleicht hat die mitgekriegt, dass du angerufen hast. Entschuldigung. Ah, oh Gott, ey. Und Anna tanzt auch wieder. Kann ich Anna sprechen? Jo, kannst du machen, wer auch immer du bist. Warum ruft uns ein Einbrecher an? Anna, was hast du für Kontakte hier? Anna, geh mal ans Telefon. Auf, hopp, hopp. Anna, Telefon für dich. Irgendwer ruft an. Irgendwer will was von dir, den wir nicht kennen. Keine Ahnung. Ja. Oh Gott, ich höre hier nur Gewummer. So, ihr seid noch gar nicht am Spielen. Ach, Mann. Hi Anna, ich bin Silke. Ja. Silke, unsere Einbrecherin. Kennen wir die nicht? Wollen wir die eigentlich? Da Gerd sich letztens so gut mit dir amüsiert hat. Nee, mit dir nicht. Mit dir nicht. Ach, das ist aber schade. Ja, hoffentlich lernen wir uns bald mal kennen. Nee, dich wollen wir gar nicht kennenlernen. Du kommst nämlich dann zu uns und brichst bei uns ein. Nee, nee, nee. Das ist mir zu heftig. Aber du könntest mal mit Gerd telefonieren. Ja, komm, ruf doch mal deinen Spatz an. Das ist eine gute Sache, falls der überhaupt gerade daheim ist, kannst du ja mit dem Oh mal ein bisschen ja. plaudern. Mit was auch immer die beiden da tun, weiß ich gerade nicht. So, wo ist er denn? Heiliges Bimbamborium. Hat hier aber auch wieder so viel zu tun. Da, gucke mal. Ruf ihn mal an. Ja, plaudern. Wollen wir plaudern? Ja, komm, wir plaudern jetzt einfach mal nur. Madame wird langsam müde, da bringt es nichts mehr, den einzuladen oder so. So, ihr könnt noch ein bisschen weiter Fernsehen gucken. Vielleicht macht Server ja mit, hat Lust mitzugucken. Boah, da kommt der Blitzschlag und du kannst auch mitmachen hier, genau. Was ist das? Betrachten. Ja, gut. Ist unser Servo noch da am Fummeln? Er quatscht noch mit allen möglichen Pflanzen rum, ja. Egal, oh ja, da kannst du mal ernten, da kannst du nichts machen, hier kannst du ernten. Da nichts, da nichts, da kannst du ernten. Ja, komm, das ist hübsch genug. Und hier kannst du noch ernten, ist mir jetzt mal alles egal. Mach du mal, ernte du mal, damit du auch mal ein bisschen Ruhe kriegst und dann Zeit für dein zukünftiges Frauchen hast. Ach, die Sachen hast du ja auch noch nicht geerntet. Ach Gott, nee. Ernten und hier auch ernten, ne? Die hattest du geerntet, okay. Gut. Was? Hier pflegen? Na, dann kannst du da noch pflegen. So. Bist du beschäftigt? Alles klar. Die gucken wieder irgendwas. Was guckt ihr denn da? Ist Fußball schon rum? Ah, nee, es geht weiter. War nur Halbzeit. Okay. Das ist gut. Melissa hat etwas Begeisterung für Film und Literatur. Okay. Verliert. Verliert Begeisterung für Film und Literatur. Ja, und du bist ein bisschen müde, ne? Also irgendwie. Komm, du gehst auch mal nach oben und guckst ein bisschen fern. Das ist nämlich doof, wenn du da ganz alleine immer im Bowling-Dingsbums bist. Mach hier mal mit. Nicht das Server und Volker und so, ne? Man kennt das ja. Sind die anderen beiden denn jetzt da oben? Ah, hier wird gespielt. Jawohl, ja. Das wollten wir doch mal anschauen. Na, was meint ihr, ob Alex hier den Typen abziehen kann? Ah, das machst du ganz gut in deiner Kochschürze. Billard spielen kann der Kumpel also auch. Eieiei. Aber ich bin besser, ich bin besser. Ja. Komm, Alex, zeig's ihm. Wie versenkt man hier die Kugeln? Pass auf. Du nimmst die weiße, dann schießt du dagegen die lila weiße und dann ist sie versenkt. Und jetzt nimmst du die nächste Kugel ins Visier. Oder auch nicht. Erstmal, ja, natürlich den Kö ein bisschen anspitzen da. Oder wie man das nennt. Und die nächste Kugel versenkt. Jawohl, ja. Das sieht gut aus, Alex. Zeig dem Typen, wie das geht. Und die nächste. Ist sie auch im Loch?
Ist sie jetzt auch im Loch gelandet? Nein, sie liegt natürlich prompt daneben. Das ist wieder typisch. Ja. Achso. So, da. Wusste ich doch, ich flieg wieder raus. Ja, aber macht ihr ruhig weiter. Das macht ihr ganz toll, ihr zwei. Anna verliert Begeisterung für Literatur. Ja, das eher nicht. Was machst du denn jetzt wieder? Was mit deinem Spatz? Du solltest doch auch mitmachen hier. Komm, mach da auch mal mit. Das ist viel interessanter. Und vor allem, weißt du, das nervt, wenn da das Zeug dudelt und die gleichzeitig hier Fernsehen gucken. Das ist ein bisschen blöd, weißt du? So, genau. Fein, fein. Oh, und Server hat sich Chips gekauft, geholt. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich nicht wissen. Euch geht's noch ganz gut. Ihr könntet ja den Laden nochmal aufmachen, eigentlich, ne? Ihr zwei. Wie geht's denn deinem Schatz eigentlich auch noch gut? Ja, da müsste man mal schauen. Und hier wird schön einträchtig zusammen im Kreis der Familie ferngesehen. Das ist doch auch mal schön, oder? Wir schauen zusammen Sport. Wer ist für welche Mannschaft? Ich bin für die. Vorsicht, gleich fliegt ein Tor. Ja, yippie-yippie-du. Ach nee, die Mama ist für eine andere Mannschaft. Oh Gott, sie kann gar nicht hingucken. Das ist ja süß. Ist das süß, ist das süß. So, es wird auch langsam Zeit, ne? Also, wann musst du morgen los? Um 5 Uhr. Ich würde sagen, Madame, du gehst ins Bett. Was, oh, wer hat jetzt gewonnen bei dem Fuß, bei dem Kickern? Also bei dem Billard? Keine Ahnung. Tja, das ist natürlich, ja, typisch. Du bist auch wieder typisch. Pass mal auf. Dann fangen wir mit dir an. Outfit zusammenstellen. Es ist Herbst. Anschließend gehst du dich bitte frisch machen. Oh Gott, säubern kannst du auch mal. Ja, eigentlich hättest du vorher abziehen können. Naja, ist egal. Dann benutzt du das Ganze und duschst mal. So. Und dann hast du wieder Hunger. Ja. Gut, dann Moment. Geben wir dir auch noch ein, dass du was essen sollst. Reste nehmen. Gut. Bist du schon mal beschäftigt? Deine Schwester ist einfach nur müde, die hört auf Fernsehen zu gucken und geht lieber mal schlafen. Nee, falsche Richtung. Eins zu tief, eins zu hoch. Schlafen gehen. So, und dann kann es weiterlaufen. Und ihr zwei? Ja, ihr seid auch langsam müde, ne? Dann würde ich sagen, Volker, geh du auch mal benutzen und Hände waschen. Hör mal auf, Fußball zu gucken. Und ja. Wir schauen mal, was wir im Herbst so anziehen könnten. Ah, hier, das sieht doch schick aus, oder? Oh, ich liebe diesen Anzug. Also dieses Ding mit der Jacke und dem Tuch, finde ich, steht Alex echt super gut. Wir haben auch sonst gerade nichts Interessanteres. Also ich finde das einfach für den Herbst super genial. So, zeig mal, was hast du denn ansonsten noch? Ja, das ginge natürlich auch, sowas. Oder mit der Jacke? Auch nicht verkehrt. Wenn wir das mal anziehen? Ist ein bisschen lockerer. Hast du noch nicht? Was haben wir da an Hosen? Wie sieht denn das mit der Hose aus? Oh, noch ein bisschen besser, oder? Ja, ich glaube, das kannst du mal nehmen. So, dich wollte ich dann im Bett haben. Schlafen, schlafen. So, Madame geht auch bitte anschließend. Nee, was machst du denn? Lass den Müll mal drin. Du kannst mal hier hingehen. Da. Lass mal, sie macht das schon. Oh, und Server hat doch wieder was gekocht. Ja, das ist immer typisch. So, dann kannst du mal benutzen. Und anschließend auch Hände waschen. Und dann gehst du auch schlafen. So. Dann seid ihr schon mal weg. Sie liegt im Bett, du bist dich am Frischmachen, genau, und Serva hört wieder Musik. Und Serva kann mal die Reste weglegen und hier aufräumen. Das wäre lieb. Ja, bäh. Stinkt schon alles. Und da ist Servo auch wieder. Jawohl, möchte wieder was mit seinem Frauchen machen. Okay. Musst du einen Moment warten. Was willst du denn alles? Wieder ein Techtelmechtel? Tanzen? Oh, tanzen. Ja, komm, lass uns zusammen tanzen, meine Süße. Ach, herzallerliebste. Wir kommen zu gar nichts hier, ne?
Immer ist irgendwas los. Ich muss mich um alle möglichen Pflanzen kümmern und du dich um den Haushalt und man hat irgendwie gar keine Zeit füreinander. Nee, nee, nee. Jetzt wird nicht gekocht. Mal Grüßchen geben, ein zärtliches. So. Was habt ihr sonst noch vor? Sprechen, Rücken kraulen. Du suchst dir was zum Essen. Was haben wir denn da noch Schönes? Komm, ess noch so ein Fisch hier. Gucke mal da, so ein Bitzelfisch. Rücken kraulen und mal reden wollten wir noch. Was hältst du davon, wenn wir den Laden aufmachen? Auch wenn wir hier gerade jemanden haben, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. Okay. Gut. Alex hat schon aufgegessen, ist schon wieder satt. Sehr schön. Dann bitte Reste weglegen. Das kannst du auch mal wegtun, aufräumen. So, ich überlege. Warte mal, musst du morgen arbeiten? Ja, du müsstest morgen sogar arbeiten, aber erst um 14 Uhr. Ui, du brauchst Logik. Regnet's noch? Regnet es noch? Warte mal, nee, es regnet gerade nicht mehr. Dann könntest du ja eigentlich hier ein bisschen üben gehen und vielleicht übt ja der Typ mit. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. So. Was habt ihr zwei noch Schönes? Nee, du guckst jetzt auch nicht nach. Wir fühlen uns nicht hingezogen, Mensch, Mädel. Du bist unmöglich. Das gibt's doch nicht, ey. Also wir müssen, irgendwann muss Servo hier da mal eingreifen. Das geht nicht, dass seine Frau immer nur. Ne? Was haben wir hier? Ja, und mal ein bisschen rumschmusen hier. Komm, lass uns mal rumschmusen. Yep. So, Alex sieht heiß aus. Alex sieht einfach heiß aus. Yep. Wow, 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 wow. So, wir haben geknutscht. Was haben wir noch? Ah, yep. Gut, genau. Das wollte ich dir gerade vorschlagen, mein Lieber. Und Techtelmechtel willst du eigentlich auch noch. Was machst denn du jetzt wieder? Pass mal auf. Du könntest doch schon mal hier einsteigen. Dann könnte Servo gleich mit dir da einsteigen. Ja, genau, den wollte ich haben. Moment, stopp, stopp, stopp. Alex, hier. Sag dem Typ, wo ist denn der jetzt hin? Eben war er doch noch hier. Ist der da wieder reingestiefelt? Ja, du kannst gern bei uns nachher noch was kaufen, aber du kannst auch jetzt einfach mal mitmachen. So, dann habe ich dich nämlich aus dem Haus raus, dann können wir das Haus wieder abschließen. So, Servo, du auch bitte einsteigen. Wir haben ja hier extra für euch beide. Nein, es wird jetzt nicht gesungen. Oh Gott, das ist so fürchterlich hier. Man kommt zu nix. Was ist denn? Kommst du da hinten nicht rum? Komm, einsteigen. Oh, na, 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 na. So, alles gut. Warte, ich muss doch zuerst rein. Oh, na komm, mitmachen hier, hopp. So, fein. Nein, nicht. Techtelmechtel. Nicht wieder rausrennen. Und du auch nicht wieder rausrennen. Ja, hallo. Macht mal bitte was. Servo! Mann, du bist so bescheuert. Hier, mitmachen. Jetzt schicke ich dir die Frau schon, damit du da, ne? Und du weißt. So, jetzt aber hier. Ja, bitteschön. Okay, gut. Die beiden sind am Machen. So. Liegt im Bett. Liegt im Bett, ist am Üben. Genau. Du bist im Bett und die beiden sind die einzigsten, die dann noch wach sind. Sehr schön. Ja, fein. Dann können wir mal ganz schnell noch. Jetzt sehe ich wieder nix. Komm her. Zuschließen. Nur Haushalten Angestellte. Angestellte haben wir nicht, also nur Haushalt zulassen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal behoben, das Problem. Ist ja wieder gut, ne? Und wenn ihr da mit eurem Techtelgemächtel fertig seid, könnt ihr gerne wieder ein bisschen in den Laden gehen und arbeiten, ne? So. Sagt einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, und ihr zwei redet, genau, hier wird ein bisschen gelernt, das ist schön.
Weil Alex muss ja nicht so früh ins Bett, das wäre ja Quatsch. So. Ah, von der Lassie. Und Von dann der Lassie könnt kann das ihr hier nicht Geschäft rum. aufmachen. So, das finde ich mal wieder eine gute Sache. Immerhin, es ist jetzt Herbst, demnächst kommt jemand zu uns. Und bis dahin kann man ja noch ein bisschen was tun, ne? So, da steigt er auch schon raus aus dem Zelt. Sehr schön. Und Serva kommt auch aus dem Zelt rausgekrabbelt und kann doch direkt sich mal wieder an die Kasse stellen. Das ist eine gute Sache. Wie, ihr wollt schon gehen? Warte, dann verabschiede den Typen mal, sonst will der hier dauernd einkaufen. Wir verabschieden uns von allen, die da sind, wer auch immer sonst noch da ist. Und dann könnte Alex vielleicht auch noch mal, haben wir denn noch woanders ein Bücherregal hingestellt? Bin gerade ein bisschen überfragt mit dem wenigen Angebot an Bücherregalen. Ja, da oben. Gucke, da. Da kannst du dann hingehen und kannst mal da hingehen. Und kannst noch ein bisschen kochen lernen. Da. Aber erstmal verabschiedest du den Typen, bitte. Jo, es ist spät, er muss schon los. Ja, dann ist ja umso besser. Dann tschüss mit Üs und schau mit au. So, wir gehen mal wieder runter. Laden. Sehr schön. Gut. Wir haben alles aufgefüllt. Ja, du kannst näher nicht nach oben gehen, bitte. Nein. Geh einfach hier hin und gucke mal, ob alles gut ist. Da kommt nämlich schon unser erster Kunde. Schau. Ah ja. Verkaufen. Basisverhandlung. Hey! Nein! Jetzt lässt du mal das Musikzeugs da in Ruhe. Ach, Servo. Echt, ey. Verkaufen macht dir doch Spaß. Jetzt sei mal nicht so. Aber Hauptsache, es rennt uns keiner, der nicht soll, in unser Haus rein. Das war mir wichtig und das hat, glaube ich, auch gut Guter? geklappt. Wie erzählst du ihm jetzt vom Techtelmechtel mit deiner Server? Also ehrlich, ich weiß nicht, ob er das hören will. Aber wir können ihn ja mal betören. Vielleicht hilft's. Oh, die die Fahrgemeinschaft kommt schon. Ist es schon so spät? Heiliges Kanonenrohr. Ich kriege ja gar nichts mehr mit. Anna, wo bist du? Wie geht's dir? Gut, ausgeschlafen bist du. Dann würde ich sagen, ganz fix nochmal hier duschen und alles und fertig machen. Dir müssen wir natürlich dein Outfit auch noch zusammenstellen. Müssen wir mal schauen. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Du machst dich jetzt bitte fertig und dann gehst du arbeiten. Oh, guck mal, da braucht jemand Hilfe. Servo, hier braucht jemand Hilfe. Hilfe! Oh Mann, ey, Nein, ist das gut. So, und du willst einen Geist sehen, ne? Ja, ja. Braucht die auch Hilfe da? Nee. Ja, sehr schön, sehr schön. Servo macht das ganz hervorragend hier. In seinem Laden. Ja, eigentlich könnte man sagen, in seinem Laden, ne? Oh, wer bist denn du? Kennen wir dich nicht? So, und den nächsten können wir bequatschen. Hier, hallo, Basisverhandlung. Und da brauchen wir auch eine Verhandlung. Hallo, du, komm her. Basisverhandlung. Und dann müssen wir mal gucken, was oben so angesagt ist. Oh, hier müssten wir auffüllen. Ah, nicht vorrätig. Die Steppdecke ist wieder mal all. Irgendwie haben wir nie genug Steppdecken. Naja. Gut, dann verkauf hier mal. Ja, fein. Aber das läuft einfach genial. Das ist so schön, wie die Leute hier immer kaufen und uns den Laden leer räumen und so weiter und so fort. Ja, das machst du ganz toll. Nein, keine Hausarbeiten machen. Servo, komm zurück. Komm sofort zurück. Servo. Das ist der einzigste Nachteil daran, wenn Servos einen Laden führen. Hi, tschüss Anna, viel Spaß auf Arbeit. Schick siehst du aus in deinem Taucheranzug. Ja, jetzt bis der wieder zurück ist, das dauert ewigst. Ja. Und du bitte mal schön abkassieren, ne? Nicht die Leute ohne Bezahlung gehen lassen. Das wäre ein bisschen blöd. So, was hast du eigentlich für einen Wunsch? Ach, du willst den einen da. Du willst, möchtest Gerd als Mitarbeiter einstellen?
Ist Gerd hier? Nein, bitte nicht. Ach, Servo, jetzt komm doch mal, Mensch. Die ganzen Kunden sind ja schon fertig, bevor du mal wieder hier angedackelt kommst. Was macht Servo gerade? Um Melissa herumlaufen. Okay, gut. Was macht Melissa? Die will Duett singen gehen schon wieder. Ach, du hast jetzt auch nur noch mit Singen und Spielen und keine Ahnung was. Naja, mach du. Und was macht dein Mann? Wenn du wach bist, ist der auch wach. Fangen spielen will der. Nee, er möchte mal was nähen. Komm, Volker, du hättest dir vielleicht was anziehen können vorher. Warte mal, das machen wir. Du gehst und ziehst dich mal schnell um. Ich meine, wozu haben wir dich gerade neu eingekleidet? So. Und dann kannst du gerne mal wieder nähen. Das ist eine super Idee. Finde ich ganz hervorragend. Was kannst du überhaupt alles nähen? Ach, du kannst ja noch gar nichts. Ne? Mach einen Topflappen. Aber du hast was zu tun. Das sieht gut aus. Dann sehen die Kunden hier alles selbst gemacht. Ja. Es ist einfach so. Und Servo kommt auch endlich mal wieder zum Arbeiten. Die Leute beschweren sich, wenn du sie nicht bedienst. Das ist nicht nett. Und lass die Hausarbeiten dazwischen sein. Ja, die Gurke ist fantastisch. Die musst du nehmen. Beste Gurke ever. Hab ich selbst gepflückt. Oh mein Gott, ey. Das ist so... Ah. So, dann hier. Verkaufen. Wo rennst du jetzt hin? Was ist denn da oben? Da, oh ja. Jose, Teacher. Najo. Okay, gut. Wir könnten ja mal gucken, was möchte die denn sonst noch haben? Moment, wo war denn das? Ach Gott, ich immer. Einschätzen. Zeig doch mal, was sie noch möchte. Vielleicht können wir ihr irgendwas unterjubeln, wovon sie noch gar nicht weiß, dass sie das haben will. Was möchte die Dame? Oh ja, sie guckt da. Da, die guckt auf das Ding. Ja, ja, mach du mal Topflappen. Was möchte sie? Ein Pflanzwelkus? Oh, sie verlangt nach einem Pflanzwelkus. Haben wir denn einen Pflanzwelkus? Oder ist der eh gerade nicht vorrätig? Was ist das? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt hier der Pflanzwelkus? Ich glaube nichts von dem, was da steht. Nee, das ist Steigerung der Nettigkeit. Wie kriege ich denn raus, was das hier ist? Ist das, wenn ich das anklicke? Lykantropie, dann ist es das hier. Nee, hockst da wieder drauf. Hallo, wo ist es? Hilfe, bitte wieder da drauf. Dann müsste das der Pflanzwelkus sein. Nee, auch nicht. Doch. Ach, jetzt habe ich das ganze Regal genommen. Das muss doch der Pflanzwelkus sein. Ja, da ist er. Gut, okay. Ja, das muss man ja erstmal rausfinden, ne, was hier wo ist. Dann, wie heißt die Dame? Moment, Name. Kim Corday. Okay, du bist das. Ja, komm her, Kim, dann verkaufe ich dir den Pflanzwelkus, wenn du den brauchst. Ware präsentieren. Kim. So, dann mach das. Ah, Leute. Komplizierte Geschichte hier. Ah, und ich verhedere mich gerade wieder mit meinem Kabel. Ist ja auch nichts Neues. Okay, so, du machst das jetzt hoffentlich und ich muss mal einen Blick auf die Uhr werfen. Bin schon wieder ganz raus aus meinem Zeitgefühl. Ja, wir sind schon 10 Minuten drüber. Ach, das ist herrlich. Nun gut, dann präsentiere das noch schnell. Der Kim, vielleicht sagt sie, ja, oh ja, das brauche ich. Das ist es genau. Wir können ja noch mal betören vielleicht. Obwohl, die ist noch nicht so hoch. Na gut. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Pause. Und wie das weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.